Engel Gabriel spricht heute zu dir. Ich komme aus den Sphären der vollkommenen Liebe und sende dir die Töne von Smarana. Smarana, die allumfassende Liebe, welche immer ist. Die geistige Welt beobachtet Mutter Erde und beobachtet dich. Und Engel Gabriel hat sich bereit erklärt, heute zu dir zu sprechen. Du hast nun die erste Welle von Corona erlebt. Du weißt, dass die geistige Welt keine Aussagen über die Zeit machen kann und dennoch gibt es eine Tendenz, welche wir dir mitteilen möchten. Auch wenn im Moment die Lage sich beruhigt hat, kann es immer wieder passieren, dass eine neue Welle auf dich zukommt. Und es kann auch passieren, dass nicht nur Corona, sondern dass andere neue Viren, Insekten, gefährliche Insekten oder andere Energien sich manifestieren können. Du befindest dich zurzeit in einer prekären Lage. Nichts bietet mehr Halt. Das Alte, was du kennst, die Werte, welche dir Halt gegeben haben, all dies hat sich geändert. Die Wirtschaft ändert sich. Die finanziellen Mittel werden sich ändern. Alles ist in einem Aufbruch. Und zurzeit gibt es eine Ruhepause. Und es kommt darauf an, wie die Menschen sich verhalten. Ob sie sehr in der Angst sind. Oder ob sie eher im Frieden sind. Je nachdem, wie viele von euch in tiefer Angst, in der kollektiven großen Angst stecken, je nachdem wird die Pause länger oder kürzer sein. Das hängt ab von dem kollektiven Gedankenfeld, welches die geistige Welt nicht beeinflussen kann. Du als spiritueller Mensch hast es in der Hand, im Vertrauen zu sein und dich der Liebe zu öffnen. Vor allen Dingen hast du es in der Hand, dich von der Gegenseite nicht beeinflussen zu lassen, sondern stets
dich auszurichten nach deiner göttlichen Flamme, nach deiner göttlichen Flamme, deinem hellen Licht, was deine Seele trägt. Und so kommen schwere Zeiten auf dich zu. Wir wissen, dass dies ein Umbruch ist. Und wir wissen alle, dass dieser Umbruch nötig ist, damit Neues entstehen kann. Und die geistige Welt wird alles beobachten. Wir geben dir Halt und Zuversicht, denn das, was nach der Krise kommt, oder das, was nach den vielen Krisen kommt, welche noch auf dich zukommen, das wird wundervoll sein. Aber es ist noch ein sehr weiter Weg bis dahin, und du solltest versuchen, dich darauf vorzubereiten, indem du immer wieder dich auf dich selbst besinnst und dich aus dem kollektiven Denken ausklingst. Das kollektive Denken beeinflusst nicht nur von außen, sondern es trägt auch viele Strukturen, welche du in deinem System spüren kannst. Sobald das kollektive Denken in Angst oder sogar in Todesangst hineingeführt wird, entsteht eine ganz große Energie, eine ganz große Kraft, welche sehr negativ ist. Und du solltest dich möglichst so gut du kannst aus dem Kollektiv heraushalten. Alle Menschen sollten sich aus dem Mainstream heraushalten und sich auf sich selbst besinnen. Besinnt euch auf eure Familien, auf eure Töchter, auf eure Mütter, auf eure Kinder und Söhne, auf eure Verwandten. Stärkt die Familien. Denn das Licht der Familien, der Zusammenhalt, das ist das, was von Liebe getragen ist. Und so besinnt euch auf das, was ganz früher war, wo die Menschen in Großfamilien zusammen wohnten. Vielleicht gibt es einen Weg, den du finden kannst, um dich selbst zu stärken, in der Liebe zu sein. Es gibt auch den Weg der Meditation und der Botschaften der geistigen Welt. Alles, was wir dir anbieten können, sind heilende Energieübertragungen und sind Botschaften, welche dir Hoffnung geben und dich anleiten zu einem besseren Leben. Dich anleiten, das zu überstehen, was gerade geschieht. Denn du weißt, es ist der Übergang zu der neuen, wunderbaren Zeit. Und wir haben immer gesagt, dass vorher sehr vieles zusammenbrechen wird, bevor die neue Zeit beginnt. Und so halte an deinem Vertrauen fest. Vertraue deiner Seele, denn du bist hierher in diesem Leben gekommen, um all dies zu erleben und um mitzuhelfen für eine bessere Welt,
um mitzuhelfen beim Entstehen der einen Welt. Engel Gabriel und die geistige Welt, wir wünschen uns, dass dir diese Worte Trost geben und Halt geben. Und besinne dich stets darauf, wir sind für dich da. Wir begleiten dich durch diese Zeit. Rufe uns, wenn dir danach ist. Und so schließe ich diese Botschaft mit einem Gruß der tiefsten Liebe aus den Feldern von Smarana.